Meine Damen und Herren, es gibt einen neuen Witcher-Trailer und wir haben nicht umsonst den Mann mit der meisten Witcher-Experience bei uns in der Redaktion sitzen, um das einfach so unangestraft an uns vorbeilaufen zu lassen. Der Heiko hat sich mal ein, zwei Notizen zu diesem 4 Minuten langen Trailer gemacht, die wir jetzt alle sequenziell vortragen werden. Genau. Richtig? Nein, das sind, okay, das war gelogen, das sind die Notizen von meinem Witcher-Besuch. Da habe ich es ja 2 Tage spielen können und ich habe verflucht viel in diesem Trailer wiederentdeckt. Das heißt, du wirst wirklich sekündlich anhalten müssen, weil es jetzt natürlich super ist für mich, all das, was ich gesehen habe und gespielt habe, auch nochmal erklären zu können und da auch noch mit Bildern zu unterlegen. Fangen wir doch gleich mal an. Wunderbar. Herr Peschke, Sie sehen die Skellige Inseln. Hm. Das ist eine von 2 großen Regionen. Das heißt, das ist ja eine, ich glaube, es ist sogar die Hauptinsel, also die größte Insel, der Skellige Insel, und auch die ist schon verflucht groß. Und dann kannst du aber tatsächlich, man sieht hier die Boote, dich einfach ins Ruderboot setzen und wieder übers Meer schippern und andere Inseln erkunden. Hier ist der Stil eher nordisch-wikingerisch. Skyrimisch? Skyrimisch, ja, so ein bisschen in die Richtung. Scharfisch auch, unten links zu erkennen. Und ja, also das ist eine der Regionen. Jetzt nur 2 Sekunden, bitte. Ja. Gleich kommt nämlich die nächste. Wie heißt dieses Schaf mit Vornamen? Bertha. Alle Schafe heißen Bertha. Wirklich alles über Witcher 3. Das habe ich mir gerade ausgedacht. So, du sagst Stopp immer, wenn ich... Ja, ja. Gut. Und zwar... Nee, jetzt noch nicht. Es sind nur mehr Schafe. Stopp! Spannend. Hier sehen wir nämlich die 2. große Stadt im Niemandsland. Das ist die 2. große Region, die reicht quasi vom Armeelager des Königreichs Nilfgaard, die dieses Land ja gerade im Prinzip erobert haben, bis oben im Norden zur Stadt Novigrad, das ist die große Metropole. Das ist bislang die große, bekannte Stadt, über die schon viel geschrieben und berichtet wurde. Die Poserstadt. Hier sehen wir jetzt aber nicht Novigrad, sondern hier sehen wir Ochsenfurt aus der Ferne. Das heißt, das Ding ist auch ganz schön groß. Also auch dort braucht man tatsächlich mal 2-3 Minuten, um einfach auch nur durchzulaufen. Und man sieht auch hier unten links schon diese Felder. Und das ist wirklich das Besondere, was mir aufgefallen ist. Während bei Skyrim doch vieles einfach nur so im Editor, so hier ist jetzt eine Stadt. Jeder wie wir weiß aber eigentlich, eine Stadt ist nicht nur eine Stadt, sondern da gibt es auch noch Sachen drumherum. Mhm. Und bei The Witcher 3 ist es wirklich so, dass sich die Entwickler sehr viel darüber nachgedacht haben, wie müsste denn bei so einer mittelalterlichen Stadt auch die Infrastruktur drumherum aussehen. Deswegen hast du auch immer dann die Felder und die Handwerker zum Beispiel auch vor den Stadttoren. Hier sieht man das unten ganz hübsch mit den Feldern und ist eben auch überall wirklich viel Leben. Und hier auch diese Windmühle. Bei der bin ich übrigens vermöbelt worden, als ich das gespielt habe. Hm. Da war ein Monster, was deutlich stärker war als ich. Auch das gibt es in The Witcher. Ja. Jetzt kannst du genau ein bisschen weitermachen. Ich kann ein bisschen weiter live dazu labern. Hier ist auch wieder Niemandsland, sehr viel Wildlife. Man sieht, es gibt auch unterschiedliches Wetter, Trolle, Physikeffekte, das volle Programm. Und jetzt Shop! Hier, es gibt auch Sex und Erotik in The Witcher, überraschenderweise. Nein, doch, Witcher. Wirklich. Ja. Das gibt's ja nicht. Genau. Hier sehen wir, es ist insofern spannend, hier sehen wir Yennefer, das ist, wie Geralt sagt, seine einzig wahre Liebe. Mit hier Chris und so. Ja, ja, das wird dann noch für Konflikte sorgen. Wir sehen später auch noch, finde ich, einen sehr, sehr spannenden Teaser auf das Ganze. Und also, dass man offensichtlich auch wieder eine Affäre haben kann mit Yennefer. Und Yennefer kann ihren BH wegzaubern. Hm. Jetzt staunst du und du wirst es gleich angedeutet sehen. Tatsächlich. Tatsächlich. Ja. Moment mal, sitzt die da auf einem Einhorn? Ja, die Witcher-Entwickler behaupten ja irgendwie, dass sie da Stunden an Sexszenen aufgenommen haben. Ich mag es noch nicht so wirklich glauben. Es wäre auch unfair, das Spiel darauf zu reduzieren. Wenn ich jetzt sage, der Sex ist in Witcher 3 nie aufgesetzt, wirkt das gerade ein bisschen merkwürdig, wenn man das sieht. Die sind aufgesessen zumindest schon mal, aber nochmal ganz kurz. Das ist ein ausgestopftes Einhorn, glaube ich. Aber ich meine, was ist das denn in so einem USK 18 düstere Fantasy-Welt und sowas? Auf einmal hängen sie da auf einem Kitsch-Einhorn und zaubern den Hass weg. Es war wahrscheinlich das letzte Einhorn und sie haben es getötet, nur um dort drauf Sex zu haben. Was? Möglicherweise. Und hier ist die BH-Szene, wir haben sie angedeutet. Gesehen? Genau, natürlich. Viele Fantasy und Fabelwesen. Ich finde das Design tatsächlich... Die sind auch schon wieder oben ohne hier. Ne? Ja, so halb. Das finde ich fantastisch. Die Viecher haben mich auch in den Tod gerissen tatsächlich, als ich nämlich... Das ist spannend, weil man hier kann man das... Also wie die Monster kämpfen. Die Viecher fliegen, nerven dich.
Und dann denkst du auch, die nerven mich so sehr, wenn du gerade auf dem Boot bist, ja, gehe ich mal ins Wasser. Ich habe natürlich nicht darauf geachtet, dass sie auch eine Schwimmflosse haben. Das heißt, die sind dann wirklich durch die Wasserfläche, ja, von oben durchgetaucht, mhm, und haben mich dann ihre Umklammerung genommen, was, ja, durchaus ein Problem ist, weil du hast nur auch begrenzt Sauerstoff. Oh. Also aber das nur so, wie auch die Monster in der Welt agieren. Das war sehr beeindruckend. Okay. Weiter? Genau, klar, die üblichen Themen, Beschwörung, Verbrennung, Erhängung. Auch da wieder Erhängung. Ja, es ist halt insofern auch wieder die Rassendiskriminierung. Auch hier sieht man, stopp mal, mhm, sieht man auch nochmal Ochsenfurt, und zwar den Hafen von Ochsenfurt. Ja. Das Spannende daran ist, also du kannst eben auch wirklich auch hier mit einem Boot auf dem Fluss fahren. Also es ist wirklich, du kannst auch in den Fluss reintauchen, das ist völlig Schnuppe. Wie ist denn das mit dem Bootfahren? Bin ich da nur drauf oder steuere ich? Du steuerst alles direkt, ja, selbst. Hast immer hast mein die gleiches Boot? Nee, nee. Egal, ja, also ich habe so bislang nur... Nee, genau so. Ich habe allerdings bislang nur kleine Schiffe gesehen, auf die man selbst... Ich glaube nicht, dass du eins dieser großen Schiffe die selbst steuern kannst. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass du auch dort mitfährst. Mhm. Ich sag's mal so, in diesem Hafen liegt das Flaggschiff einer sehr berühmten Persönlichkeit des Witcher-Universums vor Anker. Hm. Na dann. Da passiert also tatsächlich sehr, sehr viel. Okay. Genau. Weiter? Genau, hier werden gerade die Leute beleidigt, wollte ich sagen. Schiffe beladen, Leute belabert. Genau. So, es geht übrigens um The Witcher 3. Nein. Hier doch. Spoiler. Hier mal kurz Stopp. Mal einfach nur ein Beispiel dafür, wie belebt die Szenerie ist. Also auch in der Kneipe und das ist halt, oder in einem Palast, und das ist halt wirklich kein Fake. Jedes Gebäude dort ist auch individuell eingerichtet und es ist halt überall was zu tun, und ich finde es auch vor allen Dingen beeindruckend, wie unterschiedlich die Personen aussehen. Also diese Klonfabriken gibt es in diesem Spiel nicht, zumindest habe ich kein Gesicht zweites Mal gesehen. Ähnlichkeiten, ja, zweites Mal nein. Also wenn wir jetzt hier den mit dem blauen Hut und den Typ mit der Flöte vergleichen. Aber sie haben einen anderen Hut. Ja, das stimmt. Vielleicht sind es auch Geschwister. Das ist ein Musikantenduett. Außerdem so jetzt hier schlecht zu erkennen. So. Soll ich hier? Nein. Nö, hier brauchst du noch nicht. Ah, gleich. Also es ist einfach, hier kannst du mal schauen. Hier sieht man zum Beispiel auch wieder die Boote und wie das eben sogar auf dem Bootenleben ist. Und da ist halt auch noch ein Fischer zu erkennen. Mhm. Also, beziehungsweise jemand, der angelt. Also es ist halt immer überall was zu entdecken. Weiter. Hier, stopp. Hier haben wir jetzt nämlich Novigrad, ne? Also hier ist die Hauptstadt quasi dieser Region, oder eine der Metropolen. Es gibt ja keine Hauptstadt mehr, weil das Ganze ist die Metropole, ist eine freie Stadt, das heißt, die ist quasi unabhängig. Und es ist auch hier ganz interessant, wir haben vorher diesen düsteren Baum und die ganzen Leichen gesehen. Es ist sehr spannend an der Welt, dass es diesen starken Kontrast gibt und den du auch merkst, wenn du fließend von diesem Niemandsland, wo wirklich der Krieg herrscht, in dieses Renarien halt überreitest, was das andere Land ist. Und da gibt es auch diese politischen Konflikte zwischen Nilfgaard und den Renariern. Und hier ist halt alles bunt, fröhlich, die Leute sind reich. Und hier sieht man auch, wie vor dem eben nicht nur in der Stadt das Leben pulsiert, sondern auch davor. Man sieht also auch hier, kann man im Vorfeld auch die Bauernhöfe erkennen. Kann man die Wegweiser lesen? Man kann sämtliche Wegweiser lesen. Und was auch hier ganz spannend ist, dass dein Pferd hat eine Art eingebautes GPS, insofern, dass es, wenn du die Richtung nicht bewusst änderst, bleibt es automatisch auf dem Weg, was echt super praktisch ist für die schnelle Reise und vor allen Dingen auch fürs Kämpfen. Mhm. Sehr gut, okay. Das war ja bei Morrowind damals, ne? Da musste man hinter die Wegweiser per Patch quasi nachliefern. Also genau, nein, also man kann die Wegweiser lesen, und spannend ist halt auch die Wegweiser, ich weiß nicht, ob bei diesem Wegweiser der Fall ist, aber die Wegweiser sind in The Witcher 3 auch Schnellreisepunkte. Das heißt, wenn du einen Wegweiser einmal entdeckt hast, kannst du danach dazwischen denen umherreisen. Dann machen wir weiter. Auch hier mal kurz, ein bisschen zurück. Müssen wir mal hier ganz kurz die Maus bemühen, um ein Stückchen zurückzuhüpfen, bitte schön. Genau. Hier sieht man Weinanbau. Ja, also das ist halt auch das Faszinierende. Es gibt halt auch wirklich da Infrastrukturen. Vor den Toren eben auch von Novigrad hast du dann wirklich Köhler, du hast Leute, die Ton brennen. Also eben nicht nur irgendwie Schmiede und Alchemisten, sondern das volle Programm. Kann ich damit irgendwie interagieren oder ist das eine Verzierung? Teils. Also du kannst jetzt keinen Ton brennen oder so. So ein Weingut kaufen irgendwie oder so? Nee, das nicht. Also zumindest nicht, dass ich wüsste. Du kannst aber insofern Schabernack treiben, also kannst du, die Umgebung ist physikalisch, also kannst zum Beispiel mit Druckwellenzauber halt Zeug von dem Tisch runterschmeißen, die Leute erschrecken sich, also sowas geht. Aber dass du jetzt dann zum Köhler wirst oder Töpfer, das ist nicht der Fall, soweit ich weiß. Gut, dann machen wir, ne?
Auch hier wieder viel zu sehen. Hier sieht man mal jetzt das Innere von Novigrad, wie auch da, was auch da eben los ist. Und ja, eine Menge. Und hier sieht man auch wieder die Scheiterhaufen. Na, stopp mal. Das ist nämlich hochspannend. Hier sieht man zum ersten Mal, es sei denn, man hat die GameStar-Titelstory gelesen, die Minimap. Die Fragezeichen werden zum Beispiel erst freigeschaltet, wenn man auf diesem Anschlagsboard quasi auch diese Aufträge freigeschaltet hat. Das heißt, dort ist irgendwo was Spannendes. Mhm. Diese Drachenköpfe sind so Monsterhorte. Dann gibt es eben auch so die Schatzkisten, die man dort sieht. Und man sieht die Wegweiser, ja, das sind die grünen Geschichten. Man sieht da oben dieser Schrein, eben auch da, wo man so ein Artzeichen verbessern kann. Man sieht, wo Schmiede sind. Das Interessante ist aber tatsächlich auch, man kann diese ganze Anzeigen auch ausstellen. Also wer wirklich nur die Welt auf sich wirken lassen möchte, kann das tatsächlich tun. Ich habe es trotzdem sehr genossen, dass ich in dieser Welt auch wirklich mir Übersicht verschaffen konnte. Es gibt oberhalb der Schatztruhen noch so ein kleines Totenkopf-Symbol. Was ist das? Das ist, ich schätze mal, das ist ein bewachter Schatz. Ah, okay. Wäre jetzt meine Vermutung. Ansonsten Ausrufezeichen sind wahrscheinlich hier Hauptquest. Das ist Hauptquest, Gold, genau. Hauptquest. Hier kleine Fragezeichen? Die Fragezeichen sind eben Nebenquests, genau. Und gelben Kreis, den du dort siehst, Das ist quasi dein Wegpunkt, den du dir auch selber setzen hier kannst. Genau. Man sieht auch hier so ein bisschen die eingeblendeten Tasten des Xbox Gamepads. Das ist tatsächlich recht cool. Sobald du die Hand an die Maus legst, ändert sich auch die Tastenanzeigen. Das heißt, du kannst also auch das Menü hier mit der Maus steuern. Das habe ich tatsächlich gemacht. Ich habe also den Witcher direkt mit dem Gamepad gesteuert, weil ich es aber auch für die Kämpfe irgendwie cooler und reaktiver auch fand. Mhm. Und die Maussteuerung hat mich da nicht so überzeugt. Die ist ähnlich wie in The Witcher 2. Mhm. Und habe dann in den Menüs die Maus verwendet. Gut. Wunderbar. Dann so, stopp. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, ich bin mir aber zu 95% sicher, dass wir hier Kaer Morhen sehen. Also das ist die Witcher, also was heißt die Hexer-Hochburg. Das Spannende daran ist, Kaer Morhen, das wissen vielleicht diejenigen, die sich mit dem Hexer-Universum auskennen oder im Witcher-Universum, passt eigentlich nicht in diese Welt rein, also von den geografischen Regionen. Ja. Und das ist halt das Krasse, man hätte ja sagen können, okay, diese zwei großen Regionen reichen aus. Nein, es wird zusätzlich, je nach Storyverlauf, 4 bis 6 nochmal extra Maps geben. Und ich bin da mal so ein bisschen drüber geflogen, habe mir das angeschaut. Allein diese Karte rund um Kaer Morhen, zu der man dann auch später zurückkehren wird, ist genauso groß wie die des Prologs. Also du wirst da locker allein hier 3 bis 5 Stunden verbringen. Okay. Muss man dahinter eine Ork-Armee abwehren, die Wände sprengen will? Peschke, Sie sind raus. So falsches Thema. Auch hier natürlich beeindruckt, wie die Flora und Fauna reagiert. Hier siehst du, wie man das Boot steuert. Genau. Ne? Das cool ist, also siehst hier Wal, also machen auch sehr viel für die Atmosphäre. Man kann aber keine Wale jagen. Ein Glück. Du kannst aber tatsächlich, egal wo du bist, das Boot verlassen und ins Meer hüpfen und eventuell sogar was finden. Okay. Tempel, logisch. Dann stopp! Nochmal ein bisschen zurück. Jawohl. Ganz bisschen. Ja, lass uns laufen und lass, wenn da kurz der Typ in der Rüstung, genau. Als Kenner sehen Sie sofort, wer ist das? So ein Spacko von der wilden Jagd. Richtig, die wilde Jagd. Ohne jetzt allzu viel zu spoilern, man kommt schon sehr, sehr früh drauf, dass die wilde Jagd, ich meine, das war auch schon mit das zentrale Thema in The Witcher 2, und auch die spielt in The Witcher 3 eine ganz entscheidende Rolle und vor allen Dingen endlich auch mal eine Rolle, wo du sagst, okay, weil sie waren irgendwie schon immer cool, man wollte immer wissen, was hat es mit denen zu tun, und hier kommst du ihnen halt endlich auch mal näher und sie werden ähnlich, das lässt mich hoffen, dass sie auch cool von der Story her inszeniert werden, weil sie werden ähnlich dramatisch und drastisch auch eingeführt, wie es damals mit dem Königsmörder in The Witcher 2 der Fall war. Gut. Ich mag diese Pferderüstung aus diesen Baumrinden oder was das ist. Das sieht, das ist halt diese Detailverliebtheit ist halt schlicht unfassbar. Allein wenn du schaust, was der Typ da einen Ring am Daumen trägt, ja. Ja, schick. Doch diese schöne Land steckt auch voller Konflikte. So, ich stopp mal ganz kurz. Es ist insofern, interessant, ist das Land ist nach wie vor im Krieg und mir haben die Entwickler sogar erzählt, dass man auch in den Konflikt mit reingerissen wird und dass es tatsächlich man auch in den Schlachten dann auch dabei sein wird und auch da, wo auch den Verlauf beeinflussen kann. Und dann wird sich demzufolge auch die Welt sogar verändern.
Klar, Rassismus, das übliche Thema. Blut und Gewalt. Genau, auch hier sieht man nochmal, wie sich das unterscheidet. Wenn du das vergleichst jetzt, so sieht es halt im Niemandsland aus und davor, wie es dann eben rund um Novigrad aussieht. Ja, es ist eine völlig andere Atmosphäre, obwohl es jetzt geografisch jetzt nicht allzu weit voneinander entfernt ist. Das war jetzt hier der Greif. Ne? Stopp mal ganz kurz, ein bisschen zurück. Zurück zum Greif. Zurück zum Greif. Als ob wir den nicht oft genug gesehen hätten. Ja, hat man, aber hier sieht man nochmal die Trophäe und auch wie das übliche System, hast du die Trophäe, ne, hast du bestimmte Boni. Mhm. Spannend ist auch, dass man hier von den Mutagene bekommst du, wenn du das, man hat sich ja immer gefragt, warum sollte man denn diese großen Monster überhaupt jagen? Ist das spannend, warum sollte ich das tun? Deine Motivation sind die Mutagene. Die sind sehr mächtig, mit denen kannst du dir entweder einen tatsächlichen Charakterboost verschaffen für bestimmte Skills oder du kannst besonders mächtige Tränke erschaffen. Mhm. Dazu kommen wir später noch, aber du kannst gleich wieder Stopp machen, wenn du den Bud Spencer siehst. Okay. Bud Spencer. Wer die Titelstory gelesen hat, das ist der blutige Baron. Oh. Das ist derjenige, der die Quest gibt, die für mich, also bis dato, das Beste ist, was ich je in einem Rollenspiel wirklich gespielt habe. Also es war unfassbar, was da in der Quest alles drinsteckt und am Ende musste ich weinen. Oh je, der böse Weihnachtsmann quasi. Ja, wenn das ist, es gibt ja nicht das Gut und Böse in Witcher. Das ist ja das Coole daran. Du kannst immer alles irgendwie nachvollziehen, aber klar, nichts ist so, wie es scheint. Und vor allen Dingen das Fantastische an dieser Person ist, die Entwickler geschafft haben, so eine sehr total ambivalente Person auch zu erschaffen. Mhm. So, wenn er das erste Mal mit dir quatscht, hey, willst du mit mir einen trinken, hier Schnaps? Und du kannst sagen, ja, nein, vielleicht, das hat auch alles seine Auswirkungen. Dann denkst du, hey Mensch, das ist ein Spitzentyp. Und dann merkst du aber schon, ja, Moment mal, der hat doch, also so richtig dieses, wenn du so jemanden kennenlernst, wo du sagst, der so 3-4 unterschiedliche Ebenen hat und gleichermaßen sympathisch, wie jetzt, ich schaue ja gerade House of Cards, ja. Sehr gutes Beispiel dafür. Frank Underwood, okay. Ein bisschen in der Richtung. Aber er hatte Schnaps für uns. Also das, und er hatte Schnaps. Das bleibt immer. Genau. Man hört ja auch ein bisschen die deutsche Synchro, sehr gut gelungen. Ja. Vielleicht dazu noch kurz ein Wort. Deutsche Synchro, du kannst das beliebig kombinieren. Also ich konnte schon in der Version, die ich gespielt habe, englische Synchro, die ein bisschen besser ist als die deutsche, aber auch die deutsche ist gut, mit deutschen Untertiteln kombinieren. Und umgekehrt, ich könnte theoretisch auch deutsche Synchro haben mit englischen Untertiteln, wenn ich denn wollte. Oder polnischen. Blut, Morde, Zeichen. Stopp, kurz mal. Ja. Hier sehen wir mal die Hexersicht in Aktion. Das ist quasi die. Nur Fährtenlesen. Du liest alles. Spuren lesen, genau. Also es kommt sehr, sehr häufig vor, dass wenn irgendwo was passiert, auch bei jeder Nebenquest, hier geht es sicherlich darum, irgendwo abgebogen? Genau, was ist mit dem Wagen passiert und Hexersicht anschalten und offensichtlich falsch abgebogen. Und das Coole ist, dass Geralt auch wirklich immer Live-Kommentare sagt und so, was ist hier passiert und dann so wirklich so Monologe führt, was ist hier, was könnte das bedeuten. Sherlock Holmes. Aber das ist so noch, man hat mich immer gefragt, es muss doch irgendwas geben, was dich so ein bisschen genervt hat. Für meinen Geschmack wird diese Hexersicht ein Stück weit zu sehr überstrapaziert. Also es ist fast bei jeder Quest so, kommst an irgendwo eine Stelle, so hier Hexersicht anschalten, such dir ein paar so Clues. Wie bei Batman mit dem Detektivmodus, wo du auch denkst, kann ich das Spiel sehen, bitte? Ja. Ich meine, sie haben es sehr cool eingebunden, nervt das also cooler, nicht, weil es komplett dann alles verschwimmt und so, aber ich hoffe, sie überstrapazieren das Feature nicht. Mein Lieblingsdialog, deswegen bin ich jetzt ruhig. Großartig. Ich hoffe, man konnte den hören. Wir mussten den Sound sehr weit runter drücken. Also ist es schon 1348? Ja. Nein, dann verpisst euch. Ja. Stopp mal, gehen wir nochmal zurück zum Fliegevieh wieder im Greifen verfolgen. Was unglaublich cool inszeniert ist, man sieht hier auch die dynamischen Tag-Nacht-Wechsel. Das ist also keine geskriptete Sequenz. Es kann genauso passieren, dass es im Regen und Sturm passiert. Und hier ist halt Sonnenuntergang. Aber natürlich ist es dann doch insofern geskriptet und da bekommt die Welt dann doch schon Brüche. Es ist dann so, dass der Greif dann flieht zu einer Mühle und es dann heißt, okay, geh zu der Mühle hin und mach ihn da tot. Mhm. So, kannst dann theoretisch aber 2-3 Tage irgendwo anders verbringen und dann gehst du zur Mühle und ist er halt immer noch da, ne? Weil es halt im Sinn der Story dann sinnvoll ist. Aber man merkt schon, ab und zu müssen auch die dann Kompromisse machen.
Aber ich denke mal, die meisten, wenn du gerade im Kampf mit dem Greif bist, dann heißt, okay, jetzt hast du ihn fast, jetzt ist er bei der Mühle, dann wirst du ihn schon verfolgen und das dann eben machen. Gut. Stopp. Hier wieder ein Beispiel für Monster-Design und vor allen Dingen, wie die Monster auch kämpfen. Das ist ein Lashen. Auch das ist wieder eins der Monster, der großen Monster, quasi der Endgegner-Monster, die du jagst. Die ersten, die wir gesehen haben. Genau. Und der Lashen kämpft zum Beispiel auch unterschiedlich je nach Tageszeit. Also je nachdem, wann du ihn erwischst. Ein anderes Beispiel sind auch die Werwölfe, die des Nächtens deutlich stärker sind. Die Redakteur nicht anders. Genau. Und der Lashen kann zum Beispiel auch Tiere beschwören. Hier sieht man gleich eine seiner Spezialfähigkeiten, wie er Wurzeln schlägt. Hier mal Tag- und Nachtwechsel und Sturm und alles. Aha. Also auch komplett dynamisches Wettersystem. Hier ist er nochmal. Pass auf, gleich kommen die Wurzeln. Batsch. Hier die neue Armbrustmalen-Aktion. Hier die Viecher, das die wir eben gesehen haben, die haben dann runterkommen. Jetzt sind sie unter Wasser, genau. Nicht mehr über. Und da werden sie wirklich gefährlich. Genau. Auch hier sieht man jetzt ein Beispiel. Alles klar, ich habe das Dorf gesäubert. Menschen können sich dort wieder ansiedeln. Ich kann, stopp mal kurz, man hat eben einen Händler gesehen. Ja. Teilweise ist es auch so, nee, brauchst du nicht, dass am Wegesrand ruft jemand um Hilfe. Siehst, ein Händler ist da, Banditen, du vertreibst die Banditen, der Händler sagt, alles klar, danke für die Hilfe, ich werde ab sofort in Dorf X sein, kannst hinkommen, kriegst einen Sonderrabatt. Wenn du nicht hilfst, ist er tot. Na? Hier sieht man jetzt mal das Inventar auch mal komplett aufgeschlüsselt. Auf den ersten Blick habe ich gedacht, ist das aber spröde. Auf den zweiten Blick ist es echt sehr funktional, weil du hast halt wirklich, und das war ja bisher lange ja immer nicht so in The Witcher, du hast halt wirklich jetzt hier diese Anziehpuppe, ne? Und du kannst wirklich jetzt dann auch mit der Maus von links dann die Klamotte auf den Geralt ziehen. Und dann siehst du es auch gleich direkt rechts als 3D-Objekt. Was ganz spannend ist auch, du siehst unten RT-Spielerwerte. Und dann kriegst du wirklich nochmal eine dreiseitige Aufschlüsselung sämtlicher Statistiken. Also wer wirklich ganz tief reinsteigen will, der kann das tun. Und Witcher war bislang ja auch nicht immer dafür bekannt, jetzt viel mit Items und zu machen. Das ist in Witcher 3 vollkommen anders. Das sieht man hier ganz schön, was da jetzt alles drinsteckt. Mehr Loot. Genau. Unten sieht man auch noch Trophäe, Satteltaschen, Sattelscheuklappen. Auch das Pferd Plötze kann man entsprechend ausrüsten. Ja. Also je besser die Satteltasche, desto mehr Kram kannst du noch extra mitnehmen. Je besser der Sattel, desto weniger panisch reagiert dein Pferd beim Anblick von Monstern. Scheuklappen, Entschuldigung. Ja. Und Sattel, je besser der Sattel, desto mehr Ausdauer hat dein Pferd. Was du brauchen kannst bei Pferderennen, die wir gleich noch sehen. Autotuning im Mittelalter. Man sieht hier übrigens auch, Gamepad erkannt, Steuerungsschema geändert. Ja, wir hörten davon. Ah, hier wird gewechselt die Klamotte. Jawohl. Jetzt sieht man, glaube ich, gleich so ein bisschen, genau, Kämpfe, Kampfsystem. Ich muss mal schauen, wo wir jetzt sind. genau, hier eine der Spezialfähigkeiten, je nachdem, ob du sie auflevelst, nämlich der Tritt, jemanden wegschubsen, ne, um sich Platz zu verschaffen. Da habe ich mal schön gestoppt hier, oder? Dann können wir mal ganz kurz innehalten, um mich Screenshot. Zu loben. Screenshot, ich bin entzückt. Wobei man sagen muss, so cool wie die Posen und das alles auch jetzt hier in dem Trailer gezeigt wird bei den Kämpfen, ganz so brillant ist es dann im Spiel nicht. Also die Standardkämpfe sehen nicht aus wie die Zwischensequenzen? Nein, nicht ganz. Aber es ist schon sehr, also die Kämpfe sind schon sehr viel cooler als in Witcher 2. Sie haben wirklich, also sie haben sehr viel Dark Souls gespielt. Das merkt man den Kämpfen an. Und das ist sicher, was das Kampfsystem angeht, nicht das schlechteste Vorbild. Wahrscheinlich nicht. So, weiter. Auch hier wieder, das war jetzt die Spezialfähigkeit mit Pfeile abwehren, Klassiker. Hier, stopp. Hier sieht man jetzt das Alchemie-System. Das haben sie nämlich komplett umgestellt. Man kann unglaublich viel finden in der Welt, aber was mich in The Witcher 2 furchtbar genervt hat, deswegen habe ich es nie angewendet, du musstest jeden Trank meditieren. Erstmal immer meditieren, das musst du jetzt auch noch, aber du musstest jeden Trank aufs Neue brauen. Ja. Das ist jetzt nicht mehr so. Das heißt, wenn du einen Trank einmal gebraut hast, hast du ihn quasi für immer freigeschaltet mit allen Zutaten, mit einem kleinen Unterschied, dass du noch die Grundkomponente brauchst. Also bei Tränken ist es zum Beispiel Alkohol, hier ist es eine Bombe, da ist es ein Pulver. Und wenn du dann, du bräuchtest dann, wenn du diese Bombe Samu das zweite Mal herstellen möchtest, bräuchtest du dann nur noch das Pulver, was es sehr viel einfacher macht, dann Gegenstände herzustellen. Und es ist sogar so, dass du ja auch verbesserte Versionen von Tränken und Bomben freischaltest. Und wenn du dann zum Beispiel die verbesserte Schwalbe einmal, also das ist der Heiltrank quasi, wenn du den dann einmal erforscht hast oder verbessert schreibst, kriegst du halt pro Meditieren nicht drei Schwalben, sondern oder eine Schwalbe, sondern drei oder fünf. Okay. Was das Ganze deutlich angenehmer macht. Hier auch nochmal, wie vielseitig mit, die Welt ist, mit Schnee. Klar. Das haben wir. Ah, stopp!
Jawohl, Spezialfähigkeiten. Hier haben wir den Arztzauber. Mhm. Den kennt man aus den Vorgängern mit jemanden wegschubsen. Du siehst, es geht auch mit mehr wegschubsen. Mhm. Das ist dann nämlich eine ausgebaute Form des Arztzauberspruches. Und das siehst du jetzt gleich auch beim Igni, beim Feuerzauber, dass der ja eben nicht nur einen in Brand steckt, sondern auch mehrere, je nachdem, wie ich ihn halt skille. Und skillen kann man bis zum sonst was. Okay. Das Besondere am Skillsystem ist jetzt, dass du nur noch eine bestimmte Anzahl von Skill-Slots hast, ein bisschen wie in Diablo, die du nach und nach freischaltest. Mhm. Und den letzten freien Skill-Slot schaltest du auf Stufe 50 frei. Ich war nach 2 Tagen auf Stufe 7. Da bin ich mir aber auch noch nicht ganz so sicher, also es sind dann immerhin 12, glaube ich, die du freischalten kannst insgesamt. Wird das nervig, dass du Skills für Situationen wechseln musst, oder wird das eine spannende taktische Komponente? Also das ist sicherlich auch noch eine spannende Frage für den Test dann. Ja, gab es ja heute die Meldung, dass das irgendjemand in 25 Stunden durchgerusht haben soll, oder? Ja, im Speedrun. Ja. Ja, hier sieht man auch nochmal, klar, den Wegschubser, und gleich kommt nochmal der Quen, der Schutzschild. Ja. Zauber. Und hier mal, gut, auch wieder für die Detailverliebtheit, das war jetzt allerdings eine Zwischensequenz natürlich. Mhm. Ne? Also nicht jedes Gebäude sieht so aus. Das war schon ein sehr besonderes Gebäude. Auch das hier, das Detail, allein wie die Ciri, stopp, zurück, wie die Ciri auf diesem Bild als Kind aussieht. Ja, du siehst anhand dieses Bildes, sie hatte keinen Bock auf hübsche Klamotten. Ja? Gemalt werden. Ja, also fantastisch. So, ja, stopp. Das geht immer an Ciri vorbei. So, genau. Ciri ist, ohne viel zu spoilern, eine der wichtigsten Personen in der Geschichte. Ja. Man muss sie finden und hat mehrere Spuren, die man aufnehmen kann. Theoretisch wird es reichen, eine dieser Spur zu verfolgen, um die Endsequenz zu sehen, aber nur wenn du alle Spuren verfolgst, erschließt sich hier das gesamte Bild. Mhm. Also das ist ganz cool. Und man schaltet, wenn man diese Spur verfolgt, natürlich Erinnerungssequenzen frei. Wenn sich die Entwickler es leicht machen wollen würden, könnten sie es einfach als Zwischensequenz abspulen oder als Text. In The Witcher 3 spielst du diese Sequenz. Das heißt, du schlüpfst dann in die Haut von Ciri und erspielst dann quasi, was sie damals erlebt hat, und schaltest so auch Spezialfähigkeiten frei. Es ist also kein einzelnes Rollenspiel, sondern spielt sich dann eher wie ein Action-Adventure, wo du bestimmte Aufgaben erfüllen musst und dann eben einfach nur mit den Spezialfähigkeiten, die dir zur Verfügung stehen. Also du levelst sie nicht. Oh, das ist auch eine super Quest, über die ich nichts verrate. Aber auch hier nochmal für das Charakterdesign. Jetzt sieht man auch nochmal die Ciri. Da geht es ja nicht mehr ganz gut. Genau. Hexen, die kennt man von der E3. Auch hier wieder, wie die Personen aussehen, wie unterschiedlich sie gestaltet sind. Und jetzt kommt gleich was total Spannendes. Hat deine menschliche Seite das Sagen? Stopp. Ah, Schnaps. Nee. Zeit für Entscheidung. Das ist neu in The Witcher. Ja. Es setzt dich jetzt bei bei questrelevanten Dialogoptionen vor ein Zeitlimit. Und das ist echt kurz. Man sieht hier, wie, glaube ich, nur 5 Sekunden oder so. Ja. Geh nochmal zurück. Und dann müssen wir uns gleich mal nämlich anhören, was er dann sagt, was wir gewählt haben. Ja. Wird hau ab oder stirb. Etwas Schnaps oder so. Nee, geh nochmal zurück. Nochmal zurück. Ja. Weil, lass mich kurz zu Ende erklären. Und da bin ich mir auch noch nicht so sicher, ob das jetzt cool ist oder nicht so cool. Das ist jetzt alles nichts, woraus man jetzt wirklich großartig drauf schließen kann, was passiert dann. Mhm. Das ist das erste Dilemma, das du hast. Und das zweite Dilemma, das hören wir jetzt sehr schön. Ja. Das, was hier steht, ist nicht wortwörtlich das, was er sagt. Falls du das, Das heißt, es kann also durchaus sein, dass du dann was wählst und dann so, naja, so ganz habe ich das eigentlich nicht gemeint. Und das hören wir jetzt gleich. Das hasse ich ja. Wie gesagt, wir hören wahrscheinlich nicht so viel davon, weil wir das sehr leise laufen lassen müssen, weil dann ständig Leute sprechen, dass es unterschiedlich ist. Variante 1. Oder folgst du dem Pfad des skrupellosen Ausgestoßenen? Verschwindet oder ich töte euch. Ja. Die waren aber halbwegs nah. Halbwegs, aber trotzdem, also manchmal ist es tatsächlich so, genau, hier sieht man nochmal ein paar Kampfmanöver und tatsächlich auch Gewalt. Von wegen USK 18 verdient oder nicht, das können wir, glaube ich, schon mal beantworten. Genau, hier mal Sichtweite. Da haben wir vielleicht ein bisschen gesehen, so grafisch das Ding. Triss. Also vielleicht ganz kurz zuvor, hier hat man noch ein bisschen gesehen, dass das einzige, also wirklich sichtbare grafische Manko, was das Spiel hat, woran sie noch ein bisschen arbeiten, ist so ein bisschen die Sichtweite. Also es ist schon so, dass die Details auf Fernsicht, weil die einfach so unglaublich ist, dann doch schon sehr stark abnimmt. Und hier bin ich mal gespannt. Ja,
Romantik, ja, Feuerwerk. Wird man Triss Marigold heiraten können? Fun Fact, es gab mal einen Playboy mit Triss Marigold als Covergirl in Polen. Na dann, ich weise dich darauf hin, dass wir jetzt schon die halbe Stunde Marke erreichen. Ja, Wahnsinn. Aber wir nähern uns dem Ende. Wir nähern uns dem Ende. Ich habe dich gewarnt. Und hier... Wir waren alle gewarnt. Ein Dreier. Auch das wird wieder möglich sein. Na, guck mal, ohne das ist jetzt der BH, den wir vorhin schon gesehen haben. Ohne das jetzt werten zu wollen. Wie sagtest du, ja. Heißt die gute Jennifer? Ja, und ich glaube auch, rote Schleife. Möglicherweise. Ja, ja, ja. Vielleicht muss man sich nicht entscheiden, meinst du? Vielleicht nicht, ja. Ja, wenn die Entscheidung so schwer fällt. So, und hier, stopp. Hier sieht man nämlich nochmal, nee, genau, Gwent, das Minispiel, was tatsächlich mal 10 Klassen besser ist als das jetzt das Kniffeln im Vorgänger. Also es ist im Prinzip eine abgespeckte Variante, ja, von Hearthstone. Es funktioniert richtig gut, macht richtig Spaß. Okay. Und auch hier... das sagst du als Hearthstone-Fan. Auch das, ja, ist nicht ganz so, ist halt relativ simpel, aber du kannst halt die Karten auch sammeln in 3 Decks. Ja. Also auch das ist, du hast sie nicht alle von Anfang an, sondern du sammelst sie tatsächlich auch im Spiel. Genau, Schlägerei, insofern noch interessant, weil es eben nicht mehr diese Quicktime-Events sind, sondern die funktionieren genauso wie die richtigen Kämpfe. Und davor hat man nochmal gesehen, tauchen, Schätze entdecken. Da habe ich mal hier richtig, genau. Das mit dem Springen macht einen ja immer nervös. Es gibt aber keine Geschicklichkeitsanlagen mit Springen, oder? Ich habe zumindest keine gespielt, nein. Nicht, dass wir so einen Turok im Moment erleben. Allerdings gab es eine Szene, wo ich es nicht geschafft habe, eine Brücke zu überspringen. Ja, und dann gab es Aua. Alles klar. Beim zweiten Versuch habe ich es geschafft. Was ist das? Hast du diese Szene gesehen? Nein. Die sieht verstörend aus. Ja. Gut. Das ist ihre... Yam, yam. Genau, auch und hier, ne, wie die Spielwelt. Ah. Ja, ein kleines Drachenvieh. Die Details. Ich glaube, das ist... Ich überlege sogar, ob es ein... War das ein Vieh, das mich vertrimmt hat? Ja, wo das wirkt schon ein bisschen gestellt auf mich. Also, ich glaube, wie gesagt, ich habe dich gewarnt, eine halbe Stunde, Menge Stoff. Wir haben wirklich alles rausgeholt, was rauszuholen war. Und mehr. Und mehr. aber ich glaube, es war echt mal cool. Also, sie haben sich, das muss man auch mal sagen, bei dem Trailer, sie haben sich echt Mühe gegeben, unglaublich viel Zeug in 4,5 Minuten zu verpacken. Oh ja. Und vielleicht können jetzt noch ein paar nachvollziehen, warum ich tatsächlich durchaus ein bisschen gehypt war nach den 2 Tagen. Auch ein bisschen gehypt. Ein bisschen, ja. Genau. Ja, die vielleicht ausführlichste Trailer-Analyse, die wir hier bisher gemacht haben. Hoffen wir zu Gott, dass sie nie noch mal 10 Minuten haben. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank, Heiko. Danke dir. Euch macht's gut. Ich bin ein bisschen erschöpft jetzt. Was soll ich da sagen?